Also, wir sind hier bei den Jugendfilmtagen. Der Block A ist jetzt vorbei. Kategorie A ist durch. Wir haben jetzt hier zwei junge Herren, die den letzten Film gemacht haben, den wir gesehen haben. Der Nicolas Studer und der Dorian Massari haben die kleine grosse Sache gemacht. Kurz, du warst Regie und Editing und alles. Und die Namen hat man ganz oft gesehen im Abspann. Was war so deine Rolle gewesen? Bist du der Leader gewesen, oder wie kann man das verstehen? Ja, genau so kann man es verstehen. Was hat so alles zu deinen Aufgaben gehört? Ich habe einen Termin geplant, wann wir es machen sollten. Und die Regie geführt natürlich. Dann die Kamera meistens gemacht, wenn ich können, wenn ich vor der Kamera müssen sein. Und ja, eigentlich müssen leiten, dass alles schön zuhört und wir es fortsetzen können. Und haben sie zugelassen? Eben leider nicht immer. Und ja, dann war ich langsam verzweifelt. Das war eben das, was etwas strenger war. Aber das ist nicht oft gekommen. Das ist, ja. Wie hast du dich durchgesetzt gegen all die Leute? Es waren ja doch einige auf dem Sofa. Da hast du eine Horde gehabt, zum Dressieren. Ist das... Ich kann manchmal lauter werden, aber das muss natürlich nicht bei der Jugend heutzutage. Und dann müssen wir Helfer suchen. Zwischen Nicola hat dann auch geholfen. Und wenn wir dann mehrere waren, drei, die laut waren, dann haben sie irgendwann zugelassen. Und ja. Nicolas, wie waren so deine Aufgaben gewesen? Du hast auch noch eine Rolle übernommen. Fight-Szene. Erzähl ein bisschen von deinen Aufgaben. Also ich habe öfters noch die Kamera übernommen, weil wir in meinem Mäster gedreht haben, was am Frank seine Milliardär-Bruder war. Ich habe geschauspielert, das hat mir äußerst gefallen. Leider war die Rolle mir selber recht ähnlich gewesen, da war es wirklich nicht so immer eine Herausforderung gewesen. Dazu, ich bin für den Stunts und was, also die Fight-Szene gegen den Lee und seine Gang. Ich habe oftmals auch ein bisschen für Essen gesorgt, weil Essen hat nämlich beim Set auch oft sind sie dann irgendwann gegangen, ein bisschen gegessen und dann ist es ruhiger geworden. Das war eben das gewesen. Ich habe auch gerne immer am Dorian geholfen. Essen und so. Also bei den Lautstärken habe ich auch viel gemacht, das habe ich wirklich probiert. Die Fight-Szenen, habt ihr die choreografiert oder wie habt ihr die gemacht? Also, naja, wir haben jetzt nicht aufeinander draufgeprügelt, also es war alles in der Studie. Wir haben viel von unserem Trainer genommen, wir hatten auch öfter schon ein bisschen Fights gehabt. Aber es war auch cool, weil wir das mal eben frei Auswahl hatten. Wir haben wirklich ein offenes Feld, eine offene Art. Wir haben wirklich diverse Sachen einfügen, die wir auch immer haben schon machen wollten. Und niemand hat uns gesagt, nein, das darfst du nicht, nein, das geht nicht, weil es ist unser Fight und das hat uns sehr gefreut, weil wir selber etwas haben dürfen machen. Ich habe das Gefühl, als ich den Film geschaut habe, es gibt immer wieder so ein bisschen Inspirationen von anderen Filmen, Referenzen auf berühmte Filme. Ist das so oder ist das ein Zufall? Oder? Also ich weiss jetzt nur, dass ich Matrix, also die Matrix-Szene, habe ich extrem einbringen wollte. Kann ich mit irgendwie Matrix-Fieber gewesen. Aber eigentlich das ist das Einzige gewesen. Gibt es noch etwas anderes? Naja, die Inspiration, also wenn man am Reden ist und dann einem irgendetwas einfällt, das sind oftmals auch die guten Szenen, die rauskommen. Man sieht auch auf YouTube oder was, kann man viel schauen. Grosse Szenen, die aber vom Schauspieler inspiriert worden sind. Also, und naja, das sind dann, glaube ich, auch die guten Szenen, die oftmals rausgekommen sind. Wie ist es so mit dem Humor? Ist das einstudiert? Sind die Witze geplant im Drehbuch drin oder sind die spontan entstanden? Also das mit dem Lee, der ist Asiat und wir machen immer so kleine Witze untereinander und das ist einfach lustig und das ist halt der Humor, den ich und Nared eben reingebracht haben. Und das hat uns extrem Spass gemacht, aber andere Comedy ist eigentlich eher für Comedy zuständig gewesen, für seinen Humor. Und wie geht das bei dir? Kommen dir die Sachen einfach in den Sinn oder planst du die Witze oder wie? Ah, die ich jetzt meistens gebracht habe, die habe ich schon studiert. Aber zwischen der Daniel, das hat man eben leider nicht gesehen, das mit dem Haag, das hat jetzt er einfach improvisiert. Das hat man leider nicht gesehen. Aber es hat auch noch andere, die einfach so improvisiert worden sind. Aber die meisten sind schon studiert. Die Kameraführung und die ganze Technik hat sehr, sehr professionell gewirkt. Woher könnt ihr das schon so gut? Ich habe viele Videos geschaut, Bücher gelesen, wie man das macht und ja, ich habe Tutorials geschaut. Ja.
Also naja, ich und er haben schon viele Filme zusammen geschaut. Wir sind recht begeistert. Sobald er seinen ersten iPod bekommen hat, sind wir beide auch mit grossen Augen so: Wow, mit dem kann man filmen. 2 Wochen später sind wir auf Filmprogramm geschossen, haben angefangen zu filmen, das hat uns begeistert. Und wir sind wirklich mit vollem Elan dran gewesen. Und auch dort viele Filme, die wir geschaut haben, haben wir verschiedene Techniken gesehen. Manchmal aus dem Winkel, Ego-Perspektive gibt es ja auch. Und ja, wir haben daraus auch viel können variieren, weil wir haben es so wirklich optisch gelernt. Und ich finde, das ist auch ein guter Weg. Und die ganze Technik, habt ihr euch da speziell Gedanken gemacht, was wir für eine Kamera wollen und so? Oder habt ihr einfach halt gerade genommen, was ihr gehabt habt? Also ja, das ist jetzt all das Equipment, habe ich vieles selber gekauft und vieles auf mehrere Weihnachten gewünscht. Und ja, ich habe schon wollen, dass es etwas Gutes ist. Aber so richtig genau geschaut, ich hatte noch nicht so viel Ahnung von Kamera gehabt. Und eigentlich eher auf den nächsten Film, der jetzt kommt, dort, schaue ich jetzt eher darauf, was drin steckt und alles, was ich brauche. Aber bei dem ist es jetzt eigentlich nicht so gewesen. Einfach Tonangel wichtig. Also die Grundsachen sind jetzt eher bei dem Film gewesen, wo ich darauf geschaut habe. Wie sieht es für euch aus mit der Zukunft? Du hast angedeutet, du willst weiter Filme machen. Beruflich das auch oder mehr als Hobby? Oder wie sieht das aus? Also, Schauspieler wollte ich eigentlich werden, als ich ganz klein war. Und wirklich hat das lange gedauert. Hingegen, wenn man Schauspieler werden will, vor allem in der Schweiz. Also, ich finde, zuerst muss man etwas Sicheres haben. Also, zuerst macht man Lehre. Und vielleicht nachher kann man sich ja in schauspielerische Schule gehen und dort mal machen. Aber ich will zuerst etwas Sicheres haben. Ich war immer begeistert von Schauspiel, von Filmen, vor allem auch oft Effekte. Also, so bei den Actionfilmen haben wir gesehen, wie Leute so führen oder so. Und das hat mich total fasziniert. Und ja, also in der Zukunft habe ich wirklich oft vor, etwas mit Schauspiel zu machen. Aber naja, mit der Zeit bemerkt man, dass es ein harter Weg ist. Und dass es nicht oft klappt. Also schauen Sie mal Hollywood-Stars. Sehen Sie praktisch nie wirklich Schweizer. Das ist leider das. Und das ist eine Art von Elan. Aber Grafiker ist mir ein Beruf, der mich sehr interessiert. Oder auch in Gestaltung. Und kann man ja Titelbilder von Filmen machen. Ja. Also sicher etwas in Richtung Medien. Ja. Total. Cool. Bei dir? Ich würde schon gerne in Richtung Film, aber wenn man weiss, es ist ein extrem schwieriger Weg. Die Filmschule ist natürlich nicht das Einfachste zu mir kommen, aber ich würde es versuchen. Und wenn nicht, würde ich den klassischen Weg machen, mit Filmen, mit Festivals zu gut zu kommen. Also ich würde nicht aufgeben. Und eure Wünsche und Hoffnungen, Erwartungen jetzt für die Teilnahme an diesem Festival? Wäre toll, wenn wir können. Naja, ja, gewinnen wäre schon mal etwas, weil es wäre ein riesiger Fortschritt für uns. Weil bis jetzt sind wir wirklich nur auf einem kleinen YouTube-Channel oder für uns. Aber wenn man wirklich also die ganze Schweiz sieht, das ja, das ist ein grosses Festival, extrem. Und das wäre für uns schon ein grosser Weg. Und ja, also uns würde das extrem begeistern, wenn wir gewinnen würden. Weil es ist etwas Einmaliges, wenn man da gewinnt. Ja, danke vielmals, Nicolas Studer und Dorian Massari, für das Interview. Wir machen jetzt eine kurze Mittagspause und treffen uns nachher zum Block B am Nachmittag. Tschüss zusammen.